Ich bin Nisa, ich bin 20 Jahre alt und hatte schon immer ein bisschen Probleme mit meinem Gewicht und mit meinem Körper. Habe aber schon früh angefangen, Workouts zu Hause zu machen, weil ich wusste, dass mir Bewegung fehlt und ich sie irgendwie auch wirklich in meinen Alltag integrieren wollte. Und ich wollte, dass man mir das ansieht, dass ich es liebe, Sport zu machen, dass ich es liebe, durch den ganzen Raum zu rennen und die Gewichte hochzuheben. Und das war dann das, was mich erfüllt hat bei Fitness First. Als ich mit Laura anfing, zusammen zu trainieren, habe ich gemerkt, dass es einfach viel schneller vorangeht. Dinge, die ich vorher falsch gemacht habe oder zu viel sogar, und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich etwas zu viel oder falsch machen würde, sind einfach wie von alleine ins Rollen gekommen. Und letztendlich habe ich mit Laura innerhalb eines Jahres 10 Kilo abgenommen und 2 Kleidergrößen reduziert. Ich habe 10 Kilo verloren, aber dafür ein ganz anderes Lebensgefühl gewonnen. Denn ich habe gemerkt, dass es nicht so sehr darum geht, schlank zu sein oder Gewicht zu reduzieren, sondern vielmehr darum, aktiv zu sein, den gesamten Alltag aktiv zu gestalten. Fahrradfahren, Fitnessstudio, Ernährung. Dass es Spaß machen kann, sich gesund zu ernähren. Dass es Spaß machen kann, sich Mahlzeiten vorzubereiten. Oder dass es darum geht, zu sich selbst zu finden, sich selbst anzunehmen in dem Moment, in dem man anfängt, abzunehmen und nicht erst, wenn man diese 20 Kilo abgenommen hat. Jetzt bin ich nicht mehr so darauf aus, unbedingt ein Gewicht zu erreichen oder diese Zahl auf der Waage zu sehen. Die Waage nehme ich ganz raus. Ich mache nur noch Fotos und sehe mir meine Kleidergrößen an. Laura hat mich mal nach meinem Idol gefragt. Klar kamen dann mal so Antworten wie Khloe Kardashian. Aber mir ist es eigentlich nur wichtig, einen flachen Bauch und einen großen Po zu haben, schön straff zu sein und aktiv. Mit Laura habe ich nicht nur eine Personal Trainerin gefunden, sondern auch eine Freundin, mit der man auch was unternehmen kann, auch außerhalb des Studios. Wir haben sehr viel Spaß zusammen und werden, glaube ich, in Zukunft noch viel, viel mehr tun.